What's up, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Zombie Modus. Hier wieder mit Bracky am Start. Leider ohne Falcon. Ich weiß nicht, wann der Wichser kommt, also fragt mich nicht. Nächste Woche muss ich sowieso wieder Samstag arbeiten, da geht's eh nicht. Doch, jetzt erstmal wieder eine Runde Singleplayer Modus im. Nein. Moment. Mein Headset sitzt scheiße. Sitzt nicht perfekt genug, sonst spiele ich auch scheiße. Rechte, ich spiele immer scheiße. So, Online-Modus. Und mal was ganz Neues, was ich noch nicht gemacht habe bis jetzt. Ein ganz etwas anderer Zombie-Modus. Damit mache ich jetzt noch nicht mutiert. Die habe ich zwar auch gerade angespielt. Ich bin gerade dabei, so den ganzen Modi mal auszuprobieren. Ich habe ja bis jetzt wirklich nur... Oh, guck mal, 0 auf 0 von großer Sprung. Da sind 0 Leute online, glaubt man's. Ja, das ist natürlich nur wieder ein scheiß Fehler. Aha, jetzt sieht's besser aus. Ich habe ja bis jetzt immer nur große... Pardon. Große Zombie-Maps gespielt. Transit, Die Rise und die ganzen Zombie-Karten aus Black Ops 1. Jetzt mal was ganz Neues. Ich habe gerade mal eine Runde auf Farm gezockt und das war Schmerz. Mann, das macht der Laune. Das ist richtig die Post ab. Hier geht's das natürlich auch, aber da sind nur 1600 Leute drin. Ich weiß nicht warum. Frag mich nicht. Da sind 30.000 drin. Echt krass schon. Mehr als auf Transit. Jetzt erstmal Schmerz und reinhauen. Ich hoffe, dass das Match nochmal so richtig geil wird wie eben gerade. Ich habe gerade 2 Kämpfe gemacht. Und genau, okay, 3. Das allererste Mal hatte ich echt keinen Plan, was da abging. Wow, alles Knochenfutzis. Mit Headset. Oben nur Knochentypen und unten alles nur Schädel. Auch nicht schlecht. Und ist einigermaßen... Was heißt einigermaßen? Das ist scheiße. Ja, mir fehlt ein Knochentypen. Ich hab... Ne, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. 2 Knochen in dem Team. Und 2 Schädel in dem Team. Sieht ausgeglichen aus. Die erste Runde war erstmal komplett neu für mich. Da bin ich auch peinlich draufgegangen. Runde 2 konnte man nicht lange spielen, weil... wegen Verbindungsabbruch und so, weil sich der Host verpisst hat und dann wurde kein neuer Server gefunden, wie sonst auch immer eigentlich der Fall ist. Der dritte Kampf, also eben gerade vor 5 Minuten, der war richtig geil, hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, der wird jetzt nochmal so werden. Sonst weiß ich auch nicht. So, für jeden, den den Modus jetzt noch nicht kennen. Ihr wollt also zusammen gegen die Zombies kämpfen? Ja. Oh, Koop macht ja so viel Spaß. Ja. Viel Glück. Ihr seid 2 Teams und nur ein Team schafft es lebendig raus. Ja, welches Team das ist die große Frage. So, es geht darum, wir sind ja natürlich jetzt 4-4, jedes Team hat 4 Spieler auf jeder Seite und es geht einfach darum zu überleben und irgendwelche Zombies in den Arsch zu treten, wie sonst auch immer eigentlich. Nur, dass man mit 8 Leuten spielt, das ist echt Wahnsinn. Hier geht echt so viel Post ab wie Nuketown im Multiplayer-Modus. Hier fliegen manchmal echt viele Granaten rum und hat man nicht gesehen, das ist echt schon nicht schlecht. Man sieht 4 Spieler? Wer bin ich eigentlich hier? Ich bin die schwarzen Typen. Das haben sie ganz gut gemacht. Man kann die anderen Spieler hier sehr gut erkennen, denn mein Team ist nur mit den schwarzen Smoking-Anzüge von der Zikarre-Kaunen-Sorte. Und das gegnerische Team sind hier unsere Astronauten mit den Strahlenschutzanzügen. Ganz einfach wieder zu erkennen. Das Messern hat ja auch eine ganz wichtige Bedeutung. Man kann damit, also hauptsächlich Zombies in die Fresse schlagen. Nein, man kann damit auch die anderen Spieler, die gegnerischen Spieler, die 4 anderen, die im gegnerischen Team sind, kann man damit so einen Stoß verpassen, sodass die kurz mal wegspringen. Sich kurz entfernen, ein bisschen. Und damit kann man halt jemanden beim Retten stören oder so, sodass das Retten erneut losgeht. Und hier kann man echt wieder neue Strategien entwickeln, muss man hier. Und hier kann man mal so richtig ein Arschloch sein. Also, wenn ihr auf großen Karten spielt und... ihr liebt es da mal so richtig Leute zu ärgern, dann geht ihr hier hin. Ihr könnt ihr nämlich auch richtig das gegnerische Team richtig ärgern. Vor allem hier auf Farm geht das richtig gut. Ich weiß nicht, wie das bei der Stadt aussieht. Stadt habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Weil da wegen Because, da sind so wenig Leute drin. Aber hier. Wieso kommen hier eigentlich so wenig Zombies? Und wieso sind hier eigentlich alle so. 2 Pfeile sind rechts und 4 sind links? Was machen die denn da? Gut ist, dass sie da schon mal die Tür aufgemacht haben. Ich glaube, das war der Weiße, ne? Und wieso kommen hier bitte so wenig Zombies? Gerade eben kam, letzte Runde kam bei mir 6 Zombies hier hoch. Wo sind die denn 6? Ich habe 2 gekillt.
Da brennt irgendeine Flasche. Ja, und als ob es nicht schlimm genug wäre, man kann ja nicht über so einen 10 cm Holzzaun springen. Das geht leider nicht. Es ist nur Farm. Man kann die Tür nicht aufkaufen oder so. Also bis Welle 4 kann man echt hier rumstehen und die ganzen Zombies, die aus der Erde rauskommen, killen. Vor allem, hier hat man auch hauptsächlich seine Ruhe. Seht ihr? Der andere hat sich auch wieder verpisst. Es ist echt schon nicht schlecht. Hinten kann kein Zombie kommen. Und ja, geht halt ein bisschen nach Glück, ob da jetzt viele rauskommen oder nicht. Aber die Leute zu ärgern hier, das macht richtig Spaß. Vor allem hier regt man sich auch bestimmt so richtig auf, aber das ist Sinn des Spiels. Wenn man hier reingeht, dann muss man damit rechnen, dass man geärgert wird. Das ist ja im normalen Modus ja nicht der Fall, wenn man eine Runde Die Rise zockt oder Transit oder sowas. Nun wäre ich aber wirklich mal froh, wenn hier ein scheiß Zombie mal hochkommen würde, also bitte. Am Anfang muss man echt aufpassen. Weil ohne Juggernaut und so, das ist schade. Ah ne, das war ja mein Kumpel. Und sobald hier irgendjemand drauf geht und man mit guten Leuten spielt, die den Modus auch wissen, wie er geht, dann ist hier echt schon die Hölle los, weil dann tanzen sie nämlich alle um den herum und so. So, hä? Hä? Also, gegnerisches Team ärgern, sich darüber freuen und irgendwelche Zombies weiter in den Arsch treten, das alles mit 8 Leuten, das ist schon nicht schlecht. Bis der eigentlich mit seinem Kopf da raus ist, dauert es auch 2 Jahre. CDC sieht man da. Wir sind ja das CIA. Das heißt also, juhu. Jetzt kann man da wirklich schon, wenn meine Kumpels richtig schlau sind, ihn da beim Retten stören. Aber ich glaube, eventuell hat er sich. Jetzt ist einer von mir draufgegangen. Wieso sind hier alle da oben im Haus drin? Das kotzt mich irgendwie an. Das ist auch ein bisschen langweilig so. Kaum Verkehr hier auf der Straße. Eben im dritten Kampf rannten hier alle wirklich wie Hühner rum und so. Hier ging es richtig Gemetzel ab. Ah, scheiße. Ah, die haben sich die MP5K gekauft. Hauptsache alle Zombies hier abknallen und mir keinen übrig lassen. Das ist die Hauptsache. So, mein eigener Kumpel hier. Man ist ein bisschen am Arsch halt, wenn man hier keine Waffe hat oder so. Ich will mir auch immer einen Juggernaut kaufen, aber das ist am Anfang sehr schwer. Vor allem, wieso gehen jetzt hier so viele Leute drauf? Das hatte ich eben nicht. Und da hat irgendjemand die Kriegsmaschine. Und ich kann jetzt nicht ins Haus rein, weil da Zombies rumlaufen. Ich bin unbewaffnet, lass mich. Ach scheiße, da ist einer von der CIA drauf. Da hat sich jemand Juggernaut gekauft. Uah, Zombies. Uah, Menschen. Boom. Boom. Wer bist du denn? CDC. Du kannst verrecken. Oh, es tut mir aber leid. Na, no, kommst nicht hoch. Jetzt gucken wir uns gegenseitig an. Das ist echt fies, ey. Ganz ehrlich, man steht direkt davor, man kann dir nicht helfen halt, ne? Nun stirb endlich! Wieso stirbt der Penner nicht? Coole Sache. Ah! Ja, das passiert, wenn man ihn nicht wiederbelebt, der ist raus. Wer war denn das? Oder kommt der... Kommt der wieder? Wow. Wie ich das hasse, wenn ich keinen Juggernaut habe. Ist hier oben einer? Nö. Doch. Gut, dann macht der mir Rückendeckung da. Aber oh, da sind 2 von der CIA da und das ist doch scheiße. Oh, da ist einer von der CDC da und das tut mir aber leid, Kumpel. Steh auf, Junge. Da kam auch schon alle angeschissen. Oh, jetzt gehen ja alle von der CIA down. Was ist denn das? Ey, wir sind der CIA. Wir sind gut ausgebildet worden, Leute. Oh, da ist mal 2 Punkte. Oh.
Da war einer hinter mir, ich weiß. Da sind 2000 hinter mir, ich weiß es nicht. Alter, was geht denn hier ab, ey? Das hatte ich eben nicht. Es ist nur noch einer von ihnen übrig. Zeig keine Gnade. Ich zeig nie Gnade. CIA. Vielleicht kommen hier ganz viele Zombies hoch. Da hat jemand das Spiel verlassen. Leute. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich hab alles im Griff. Ach, Kacke. Oh, oh. CDC. Das ist der letzte, ne? Oder? Wer ist denn das da unten? Hier sieht man nicht, wer noch lebt und wer nicht. Das ist scheiße. Von uns ist einer weggegangen. Wir sind noch drei. Oh, mal gut, dass ich schlau bin. Spring in die Zombie-Meute rein, genau. Hier hat jemand die Kriegsmaschine. Das ist doch der letzte gewesen von der CDC da oben, ne? Ja, das sind halt wieder alles scheiß Noobs. Haben wieder alle keinen... Und ich glaube, jetzt sind wir raus. Weil irgendwie... Ja, das sage ich. Wechsel zum neuen Host am Arsch. Junge. Oh, da ist jemand Deutscher, lol. Ja, das war's, Deutscher. Tschüss, Deutscher. Weil hier kein scheiß Host gesucht wird. Ich weiß nicht, was Treyarch da für einen Scheiß gemacht hat. Im Multiplayer geht's immer ganz gut, nur im Zombie-Modus nicht. Weiter geht's. Wer ist denn das da? Deutsch? Finnisch, Englisch, wird? Ach, der ist gerade ausgegangen. Don Schachti? Ey, sind doch alles nur Knochentypen online, ne? Das ist irgendwie lustig. Kaum jemand, der einen Schädel hat oder sowas. Na gut, da kann ich jetzt mal einen Keks mampfen. Nom, nom, nom. Super. Ja. Leibniz Butterkeks mit Zartbitter-Schokolade natürlich. Nur Zartbitter für mich, ja. Vollmilch ist voll scheiße. Mensch, macht mal hin, ey. Wir sind ja nur 10.000 online. Wo sind denn die 10.000? Ach, die 10.000 sind in der Lobby, stimmt. Weil sie auch immer alle rausgeworfen werden. Oder ich jetzt hier einfach rausfliege, ohne einen Fehler zu haben. Das kann nur ich. Ich habe ja heute, zwei Leute, ich und dann noch einer. Ich habe ja heute Mittag einen Post auf YouTube gemacht, dass ich ja gestern Abend, sprich Dienstagabend, like a boss, das könnte ein Verwandter von Kusanagi sein. Jedenfalls, habe ich einen Post hinterlassen, dass ich da wirklich eiskalt 30 Minuten warten musste, bis ich eigentlich einen scheiß Raum gefunden habe. Und, liegt das jetzt einfach an der PS3, also weil die scheiß Server haben, oder was war da los? So, was haben wir denn da? Gut ausgeglichen, jeder hat zwei wieder Schädel im Kopf und jeder hat zwei Knochen im Team. Das ist doch fair. Ich will jetzt nochmal so eine richtig geile Runde haben wie eben. Also, davor da eben. Ne? Davor da eben. Uneben. Eben bist du im Kopf. Wen willst du den Arsch drehen? Warten auf andere Zocker. Ich bin gut drauf heute, das hört man. Obwohl, wenn ich am Morgen denke, bin ich wieder scheiße drauf. Denke nicht an morgen, sondern zocke, weg deine Sorgen. Okay, ihr wollt also zusammen gegen die Zombies kämpfen? Ja. Oh, Koop macht ja Sinn.
so viel Spaß! Ja. Yeah. Ja, und welches, das wollen wir nochmal sehen. Oh, in der dritten Runde, die ich gespielt habe, das war richtig gut. Ey, da macht mir jemand nach. Was soll denn das? Muss ich den anderen... Oh, hier sind keine Leute. Oh, doch, da. Wir sind wieder die schwarzen Jackett-Leute. Und wir müssen gegen diese Astronauten hier ankämpfen. Schade, nee, in Runde 1 geht das nicht. Wenn das jetzt Runde 3 gewesen wäre, vielleicht. Da könnte man direkt hinter einem stehen, so ganz leise. Während er dann versucht, den Zombie rauszulassen oder sowas. Und der Zombie haut ihn dann ein, dann will er zurück. Aber dann... Gut, sitzen noch zwei. Splitscreener typisch halt. Dann soll jemand nochmal sagen, warum ich nicht mit denen spiele. Und, was war das denn gerade? Was ein Gewitter da hinten? Blitz, Donner? Da hat jemand den Strom angemacht. Avogadro. Stimmt eigentlich, der Avogadro, der müsste hier auch kommen vielleicht, so eventuell, so als Bossrunde, wisst ihr? Der dann, weiß nicht, so 30 Schläge aushält oder so. Wo er alleine ist. Und derjenige, der ihn zuletzt gemessert hat, der kriegt einmal... Man in Black hier. Ich glaube, ich habe ein paar zu viele Kugeln in ihn reingeballert. Aber der ist jedenfalls durchs Messer gestorben. Wow! Zombies! Noch mehr Zombies! Oh, alle für mich, alle für mich! Mann, ist das schwer hier! Ja, wir sind eine Granate, das glaubst du? Wir haben jetzt schon drei gekillt. Ist das cool oder was, Richthofen? Boah, jetzt kommen echt wenig Zombies hier. Wahnsinn. Wer lebt denn da jetzt noch? Musta-Buis. Bolz. Boys, Boys. Du wirst auch nicht lange leben. Hier ist er. Hier ist dieser, dieser Außenseiter hier mit seinem scheiß Anzug. Wir rennen hier cool mit schwarzen Sachen. Wisst ihr, was ich cool finde? Hier hört man wenigstens nicht diese Leute sagen, ich brauche Munition. Habt ihr Munition? Du kannst die Tür aufmachen, was willst du? Glaubt ihr mir, dass ich immer noch nicht weiß, wo eigentlich die Olympia hängt? Ach, die hängt hier. Die hängt hier, achso. Schade, wieso hab ich den gekillt jetzt eigentlich? Der wollte doch den anderen schlagen. Der hat gerade die Tür aufgemacht. Glaube ich, mit seinen Punkten. Wir sind die Besten! Eigentlich macht das ja voll Laune. Es ist eine sehr gute Abwechslung zum normalen Zombie-Modus. Wo man immer so sauber spielen muss. Und hier hat man jetzt mal richtig gute Chancen, mal so richtig irgendwelche Leute richtig zu nerven und richtig aufregen zu lassen. CIA. Na, Kumpel. Wird das eigentlich für die Bestenliste gespeichert? Ich glaube ja, ne? Also wenn man Wiederbelebung für die für eure Statistik braucht, dann geht ihr hier rein. Ihr kriegt ja eine Menge Wiederbelebungen. Eigentlich hätte ich die scheiß Olympia auch nicht kaufen müssen, ne? Damit macht man so wenig Geld, das ist für'n Arsch. Oh, da hat jemand einen MP5K schwärmen. Ausschwärmen! Ausschwärmen. Jetzt hätte ich den gerade mal in die... Naja. Ach, hier gibt's ja keine Muni, ey. Also hier gibt's schon Muni, aber Items gibt's hier extrem selten in dem Modus. Und dann müsst ihr auch aufpassen, dass ihr die Ersten seid, die das Item einsammeln. Selbst wenn es eine Bombe ist. Scheiß drauf. Weil, derjenige, der das Item einsammelt, der kriegt das Item für das ganze Team. Ne? Das heißt, da liegt Munition rum, dann lad gar nicht erst nach, scheiß drauf, bevor das gegnerische Team kommt, weil hier vier Spieler sind ja immerhin schon mal eine Menge. Und dann heißt es einfach nur einsammeln und glücklich sein, dass man es gefunden hat als erstes.
Weil das ist ja echt schon schwer. CDC! Ha! Das war's. Ich glaube, der hat sich auch verpisst. Der hat eine rote Verbindung gerade. Alle Feinde erledigt, steht da jetzt nochmal. Überleben sie, um zu gewinnen. Ach ja, nicht schlecht. Suche neuen Wettkampf in 8, 7, 6, 5, 4. Das ist echt das Beschissenste, was hier passieren kann, ist, wenn jetzt mein HD-PVR ausgeht. Weil ihr habt da, wenn 8 Leute mitmachen, dann habt ihr echt keine Ruhe. Da müsst ihr immer übelst aufpassen, und hat man nicht gesehen, weil hier machen nur Knochentypen mit. Alles nur Knochen. Kaum Schädel. Wieso? Was? Boah, ey, was für die ganzen Splitscreener, was ist nur los, ey? VW und Original. Original DK. Original Donkey Kong. Einen Keks habe ich noch. Der allerletzte. Butterkeks. Erstmal die Schokolade abknabbern. Nomsen. Ich sehe was, was du nicht siehst, das ist ein Anfänger. Was? Wo? Weil wer? Wo? Was? Und der ist auch noch mein Team, der Junge hier. Oha. Bereit für Runde 3. Pay us a death. Ich sehe Zombie-Kühe. Und einen Mann am Traktor rumwerkeln. Ja. Wo sind wir denn hier? Nein. Ja. Oh. Was? Ja. Schon wieder das CIA. Guck, guck. Seht ihr? Jetzt ist er kurz ein Stück weiter gewandert. Damit kann man halt jemanden beim Wiederbeleben aufhalten. Der Trick ist, sich vor ihm dann hinzulegen, weil man kann dann nicht mehr weggeschubst werden. Das ist mir auch ein übrig. Wer ist das da eigentlich? Das ist doch der Weiß, dieser Like-Boss, ne? Der da in der Ecke steht. Genau. Wollte gerade sagen, das ist wieder derselbe Typ, oder was? Der Penner macht mir voll nach. Tot. Also wisst ihr, das ist halt das Geile an diesem Modus. Ihr spielt die ganze Zeit sauber und ihr habt ständig das schlechte Gewissen, wenn irgendeiner bei so einer großen Karte Die Rise bla 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 drauf geht und ihr belebt den dann nicht. Fühlt ihr euch immer so ein bisschen scheiße, zumindest geht das mir so, auch wenn ich selber weiß, dass es einfach unmöglich ist. Vor allem bei Die Rise jemanden wieder zu beleben, der irgendwo am Arsch der Welt ist. Jemanden von gegnerischen Teams die Zombies zu klauen, ist natürlich auch Pflicht hier im Spiel. Darüber regt man sich auch immer auf im normalen Modus. Wenn da irgendein scheiß Noob ankommt und der einmal die Kills klaut am Anfang. Selbst das hier ist erlaubt, selbst das kann man machen. Man belebt hier Leute nicht wieder, man hindert daran, jemanden wieder zu beleben. Man kann hier voll das Arschloch sein, das macht irgendwie Spaß irgendwie. Irgendwie. Lebt der noch? Habe ich da gerade nicht 8 Kugeln reingeballert? Vor allem, dass hier so viel Verkehr ist, das ist geil. Was willst du eigentlich? Das war jetzt Lag. Ich war eigentlich weit genug entfernt. Ja, und er lachte sich an Schlapper. Da kommt meine Kumpels, da kommen sie alle an. Ja, ihr seid die Besten. Los, 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 los. Ah, der Typ ist schlau. Gut, er legt sich hin mal wieder. Oh, ihr seid so nett zu mir. Danke. Ich mache euch auch die Tür auf, wenn ihr wollt. Nein. Ich bin der Erste, der draufgegangen ist. Von allen 8 wesentlichen Leuten. Das ist sehr herrlich. Coole Sache.
Radiation! Ihr scheiß Astronauten-Zombies! Zu dem Platz gehe ich nie wieder, ne? Vor allem hat der Zombie mich ja hier gekriegt, als ich hier stand. Hat er 2-Meter-Arm gehabt oder was? Scheiß Lags. Der Like-Boss ist weg und jemand hat die Tür aufgemacht, da kann ich mir so einen MP5 holen. Ich kaufe mir doch nicht eine Waffe oder so. Hier, was ganz witzig ist, was ihr auch machen könnt, was allerdings, glaube ich, nur hier geht. Oh, lass mich doch da durch, du FOMO. Wenn ihr die Kiste öffnet, müsst ihr hier in der Ecke stehen. Ungefähr hier. Weil sonst... Na, kein Geld. CIA ist draufgegangen. Au. Schade, ich dachte, du wärst ein Zombie. Was willst du, Homo? Fürst. Da war doch einer. Jetzt. Oh, geil, ey, das ist das Beste überhaupt. Jetzt natürlich nur Zombies finden, ne? Oh, natürlich sind sie überall. Da ist einer. Kannst mich mal. Mit deiner befickten Shotgun. Ne? Ich glaube, alle Zombies sind tot. Frag mich warum. Alle brennen, alle laufen da übers Feuer. Was willst du ab? Welle 4. Könnte ich immer noch machen, ne? Allzu Glück ist da jemand noch drauf gegangen. 2, 3. CDC. Nee, da rennt ein Zombie rum. Ich hab Angst. Er kommt zu mir. Er ist tot. Na, schade, er lebt noch. Ey, alle Leute sind da im Haus. Alle, richtige Hausparty da oben. Dann dürften da links Zombies sein, wenn da keiner ist, ne? Hm, meine Theorie hat sich bestätigt. Da sind Zombies. Hinter mir sind auch Zombies, das ist das große Problem. Nochmal CDC. Ich glaube, wir haben das bessere Team. Habe ich das bessere Team erwischt. Ey, jetzt müsste ja ein Zombie hochkommen. Ja, genau. Ey, jetzt ist der andere weg. Scheiße. Hätte ich einen Zombie mal machen lassen, wisst ihr? Hier gibt's ein neues Item, das ist so ein Stück Fleisch, was man irgendwo hinwerfen kann. Und dann gehen die Zombies da richtig hin. Allerdings habe ich den Sinn noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, da laufen ja die Zombies dann hin, ne? Aber kann man damit ein Spiel auch abschmeißen, sodass er da nach Fleisch stinkt, sodass die Zombies dann zu ihm gehen? Oder ist das wirklich nur die Stelle, wo man die Zombies dann markieren kann? Das habe ich noch nicht so herausgefunden. Zombie! Meiner! Yeah! Wer schreit hier? Jetzt muss ich kurz meine M1911 benutzen. Ich brauche 500 Punkte noch. Ziemlich heftig wäre es auch, wenn es hier Hunde geben würde. Ich glaube, die würden einen ziemlich fertig machen. Ohne Juggernaut. Jo. Hat der mal gerade geschrien? Gib mir Punkte. Du kleiner Scheißer. Wer beschießt mich an den Rücken? CIA. Wird wiederbelebt. Gib mir das. Ach, jetzt verstehe ich. Jetzt habe ich dir gerade den Sinn herausgefunden, was das bringt, einen anzuschießen. Alles klar. Ja, so geht das. Alles klar, man muss einen anschießen, sodass man nicht mehr wegkommt. Ach so, jetzt habe ich es verstanden.
Und er geht auch drauf los. Geht drauf, geht drauf, geht drauf. Ey, da sind drei Leute von der CIA down. Nur noch einer lebt. Meine Kumpels sind alle im Haus drin. Ich komm mit. Ich hab eh Geld. Geld. Na, Mädels? Ach, hier ist der andere Typ. Ja, sorry Leute, dass ich die gerade nicht töten kann. Ich brauche etwas Geld. Ey, wie wir uns hier alle im Haus verschanzt haben, das ist ein Ablacher. Habe ich hier nicht gerade was gekauft? Dankeschön. Ja! Man hat sie voraufgehalten gerade. Kommt ein Zombie hochgejumpt. Ist das geil. Ach, scheiße, dass ich da mal draufgegangen bin. Na, kacke. Klirsch. Nochmal! Nochmal eine Runde. Ich bleib drin. Der Like-Boss ist gut. Wer hat meinen Keks gegessen? Wieso ist das leer? Scheiße. Jetzt spiele ich beschissen. Jetzt habe ich keine Kekse mehr. Und keine Spieler mehr. Turtle Army. Schildkrötenarmee. Original. Unxor. Like a boss. Jonathan Malus. Malus. Ey, ich bin schon wieder mit dem im Team. Aber wir haben eindeutig das bessere Team hier. Los geht's für Runde 4! Oh, das ist 5? Ey, ich habe eins noch nicht gezeigt. Das macht auch richtig Laune, das zu machen. Man kann die Gegner noch so richtig geil ärgern. Das habe ich bis jetzt noch nicht gezeigt. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, man, wenn man die Kiste öffnet, da bei der Farm muss man in die Ecke gehen. Ich will nochmal was zeigen. Los. Aber erstmal brauche ich Juggernaut, bevor ich das mache. Sicher ist sicher. Warten auf andere Opfer. Ja. So, ihr wollt also gegen die Zombies kämpfen? Hier, er ist schon wieder da. Er geht sofort einmal dahin. Jetzt sind wir die Astronauten. Jetzt muss ich vorumdenken, jetzt muss ich die Schwarzen irgendwie ärgern. Jetzt habe ich am Anfang noch gar nicht so richtig geschnallt, dass man die, cool, Platz für mich alleine. Stirb. Dass man gegen die Gegend schießen kann. Verpiss dich. Der eine hat 0, achso, der hat sich den Olympia gekauft. Jetzt kurz mal Lage sichern. Yo! Was war das denn gerade bitte? Boah, eine scheiß Verbindung ist das hier. Zwei Striche und der andere hat nur eine rote. Der ganz unten hat eine rote Verbindung. Verpiss dich. Verpiss dich. Wer ist denn der? Sag mal. Wir hauen uns erstmal gegenseitig aufs Maul hier. Ja, es ist eine scheiß Verbindung, ey. Möglicherweise hat der Host eine Drecksverbindung. Weil die eben war ja gut. Warum ist die jetzt schlecht? Entweder sind zu viele Leute anwesend, die eine scheiß Verbindung haben, oder der Host hat eine scheiß Verbindung. Vor allem, ich habe ja geschossen gerade und ich habe nichts, keine Muni verloren, oder? Sah es nur so aus. Nicht er schon wieder. Ach du, was willst du eigentlich? Ah ne, das ist ein Gegner. Sag ich ja, ich komme gar nicht mehr da durch. Ich komme gar nicht mehr klar jetzt. Oh, hier fliegen Schmetterlinge rum. Ist das der Frieden?
will auch Kills haben. Oh, überall sind irgendwelche Waschlappen da. Auch da. Ist ja nicht wahr. Überall sind Leute da. Du, hinter dir ist einer. Hinter dir war einer. Ist die Tür schon auf? Nö. Oh, gut, der Like Boss ist nicht da. Gehe ich jetzt hier hin. Was soll ich denn damit? Was soll das da hinten, hä? Was soll ich denn damit? Ach, der Like Boss ist da. Scheiße. Hau ab. Du warst hier zwei Runden, jetzt bin ich hier mal zwei Runden. Oder nicht? Wie lange nehme ich eigentlich auf? Also länger als eine Stunde wollte ich nicht machen, sonst dauert das Hochladen so lange. CIA, cool. Ey, ja, der Like a Boss... Was? Like a Boss ist down? Was? Ich wollte gerade sagen, der ist übelst gut. Zwei von der CIA. Ja. Richtiges Rudelbumsen war das gerade. Und noch einer von der CIA. Hier, legt sich hin, das ist halt, da kann man ihn nicht mehr dran hindern. Da haben wir uns gerade zusammen gekloppt und die doppelten Punkte. Doppelte Punkte, aber keine Zombies. Geil. Eigentlich ist es auch logischer, wenn man die Tür da aufmacht, ganz ehrlich. Dann hat man da viel mehr Ruhe drin im Haus. Vor allem kommen auch keine Zombies raus, das heißt, man kann hier in der Mitte auch viel besser einen Rape Train machen. Verpiss dich, was willst du? Darum ist es da sogar richtig geil drin. Ah, kacke. Ich habe keine Muni, ey. Hier hat nie irgendeiner Muni. Weil hier niemand geizt so... nett ist, mal die Scheiße die Tür aufzumachen. Ey, ganz ehrlich, ich bleib bei dir, ganz ehrlich. Der nächste ist für mich, ja? Ach, weißt du, bleib doch da. Ich will mir keine scheiß Olympia kaufen. Na, ich habe zwei getroffen, aber auch nur zwei. Ja, tut mir leid, dass ich ihn gemessert habe. Ich brauche Geld. Boah, so langsam geht's hier und kommen die Zombies hier überall raus. Ich werfe jetzt hier irgendwo noch planlos Granaten rum. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Überall, wo ich hingucke, laufen Zombies rum. Einer von der CIA, einer von der CDC. Alter, hat jemand die Tür aufgemacht von hinten? Lol. Ach so ist das. Dankeschön für die Waffe. Like a Boss ist drauf. Down. Unten. Oh oh. Hab ich ihn. Wie sie alle auf mich geschossen haben gerade. Ist so blöd. Aber wie gesagt, wenn man sich hinlegt, hat man keine Probleme mehr. Also das gegnerische Team ist gut. Die sind echt alle angeschissen gekommen, als einer draufgegangen ist. Aber auch nur, weil keine Zombies mehr lebten. Das war der letzte gewesen. Da waren sie auch mutig. Ich glaube, das gegnerische Team hat Insta-Kill an. Ich glaube, der eine hat den gerade mit One-Hit getötet, ne? Kann das sein?
Wieso gehen da ganz viele von mir drauf? Ey, hier ist man echt in Sicherheit hier hinten. Hier kommen auch wenig Zombies. Ich glaube, ich muss da kurz mal in Aktion treten. Kannst mich mal. 5.2500 Punkte. Wie schön für sie. Ab geht's zum Juggernaut und dann könnt ihr mich erst recht alle. Wie das aussieht, wie dieser schwarze Typ da rumsteht. Sollt ihr schwarzen Hippie-Heinis. Was machen die ganzen schwarzen Typen hier? Was soll denn das? Eine Galle kriegt der Penner. Der kriegt eine Galle. Ich glaub's nicht. Los, kill ihn! Kill ihn! Kill ihn! Ah, schade, ey. Wäre auch wieder Ablacher gewesen. Ey, ich bin froh, dass ich hier drin bin, ne? Ja, los, kümmert weiter um ihn. Der wird da alleine definitiv nicht die ganzen Zombies aushalten können. Jetzt muss ich aufpassen, dass sie mich nicht irgendwie rausärgern. Hier müssen Zombies kommen, hier müssen nur Zombies kommen jetzt. CDC, scheiße. Schade. Schade, das wäre richtig geil gewesen. Ah, die sind gut, die gehen auch schon in die Teams. Vor allem bin ich jetzt der Letzte. Ich krieg auch noch die Muni! Alter! Gut noch hingekriegt. Von der CIA ist einer drauf. Los, schlagt ihn! Schlagt ihn! Schlagt mich nicht. Schlagt mich nicht. Oh, der Blau ist auch drauf. Ich glaube, jetzt haben wir verloren. Wo kommen die denn alle her? Wie viele leben jetzt hier eigentlich noch? Scheiße. Ach, hier liegen auch zwei von den Schwarzen rum. Da will ich nur kurz mal gucken, wer lebt da jetzt noch? Los, geh sterben! Los, stirb! Ja, kann ich ihn irgendwie noch aufhalten? Ja, ich will auch runter! Ich glaube, der gegnerische Team hat gewonnen. Wer lebt da noch? Jonathan? Ja! Er hat auch verloren! Er ist auch draufgegangen! Ich glaube, niemand ist drauf. Ich glaube, niemand hat gewonnen. Unentschieden. Ey, das war gut. Das war echt geil, ey.
Wie die da einen. Nicht schlechte. Was sind die anderen denn? Das habe ich bisher auch noch nicht gesehen, dass die Wichser da wirklich einen blockiert haben, da ins Haus reinzukommen. Ihr kranken Nerds. Nein, er ist im gegnerischen Team. Aber irgendwie langweilig so, wenn man da will. Naja, also ich würde das jetzt nicht machen. Da an der Tür stehen und rum zu campen, sodass man. Eigentlich schafft es ja auch schon ein einziger Spieler, oder? Da an der Tür zu stehen und zu verhindern, dass die anderen reinkommen. Der muss sich ja eigentlich nur hinlegen, so quer. Ich glaube, dann kann man den ja schon gar nicht mehr wegschieben oder so. Da müssen ja nicht alle drei da rumstehen, so wie eben gerade. Von diesen schwarzen Pennern. Aber eigentlich will ich mit denen nicht ein Team sein. Will ich eigentlich voll nicht. Vor allem höre ich die jetzt nonstop quatschen. Der Typ mit seiner roten Verbindung geht mir auf den Geist da unten. Ah, hier, na? Du bist im gegnerischen Team, du Penner, du Verräter. Leck. Ey, ich bin CDC, ja, also was soll das? Meine Zombies. Cool, der andere hat aufgegeben. Er ist einfach weggegangen, cool. Er hat mir den Platz überlassen. Mein Kill, du kleine Schwuchtel. Ohne Barriere. Er ist in der Weiße. The Immortal. Vitaul? Vitol? Vitol. Oh Junge, zieh ab, Alter. Was willst du? Aber wie gesagt, das ist echt geil hier, dass man nicht ständig hört, oh, ich habe keine Munition mehr, ich brauche Munition. Kann mir irgendeiner Munition geben? Das hat mich mal so angekotzt. CIA, Zeit zum Rumstehen. Da kommt ein Zombie hoch. Da kommt noch ein Zombie hoch. Schluckt Granaten. Schade. Ey, das wäre richtig Ablache gewesen, wenn ich ihn dadurch jetzt down gekriegt hätte. Mann, ey. Ich warte nur drauf, bis es mal klappt. Dass er ihn messern will. Wie kommen diese zwei Schmetterlinge hier überall? Da kommt einer, du pass auf, da kommt einer. Auf wen geht er? Auf wen geht er jetzt? Aber wieso hat er ihn gekillt, der Dulli? Ah. Wieso hat er ihn gekillt, das eine Mal? Was soll denn das? Totenstille hier. Oh. 400 Punkte für uns. Yo. Wie schön für uns. Selbst hier ist einer.
niemand macht die scheiß Tür auf. Das sind alles gute Leute hier. Bei meinem allerersten Kampf war es echt nur Ablacher, was hier abgegangen ist. Laufen hier alle kreuz und quer, die Tür war sofort auf und hab man nicht gesehen. Wieso lebt er noch? Habe ich gerade Geld verloren? Hatte ich nicht schon 2000 gehabt? Hä? Die kommt richtig gut. Kriegt man richtig Kohle noch wieder. Ah ja, der ist einfach mal rausgekommen, ohne irgendwie Dampf zu hinterlassen. Muss ich mein Steuerkreuz hier drauf lassen, sodass ich sehe. Zeit zum Campen, Zeit zum Rudelbumsen. Oh, Zeit zum Abhauen. Boah, ey, verpisst euch doch alle. Boinks. Tür auf. Oh, Tür ist auf. Tür ist auf! Zombies sind da drin. Geh du mal nach oben. Ich überlasse dir den Vortritt. Hier, er ist schlau, ey. Der geht in die Ecke. Ich bleib hier still. Ich bleib hier, ganz ehrlich. Nicht, dass irgendwelche Leute schon wieder hier... Der ist gerade über das Brett gesprungen. Alter, das ist ja auch fies, was wir hier gerade machen, ne? Wir sorgen dafür, dass sie da nicht mehr raus können. Das ist auch cool. Die haben ja schon eine Menge Tricks auf Lager, die haben schon lange gespielt anscheinend. Oh, ich brauch Kohle! 490, 410. Der war gut, den habe ich bekommen. 300, 250. Los. Kostet 1000, ne? Ja. Ich glaube, der hat ihn runtergeschubst. Scheiße. Alter, was geht da? Also sein Plan ist nicht ganz aufgegangen. Boah, was geht hier ab? Das ist eine richtige Hausparty, sag ich ja. Ey, ich brauch Kohle, verdammt. Ja, also, das hat mir gefehlt jetzt. Ah, eu vou morrer.
No, right here. Yo! Punkte! 800! Los! Hey, es war das gegnerische Team, ne? Scheiße! Alter, was ist das für komische Techniken auf einmal hier? Das war so klar. Oh, ich bin noch durchgekommen! Cool! Jetzt muss fehlt nur noch so eine Disco-Musik hier und eine Glitzerkugel hier oben. Dann macht das Ganze hier noch mehr Laune. Och, es waren die letzten zwei Dullis. Was willst du? Das nur gucken, nicht anfassen. Ist immer schön, wenn es diese ganzen Sprüche nicht gibt. Und das Gemetzel geht weiter. Weil das Gute ist, wenn man, wenn jemand da die Kiste nimmt, dann kann man ihn da runterschubsen. Und dann rennt man ganz schnell dahin und dann kommt er ja nicht mehr hin. So hat er dann 950 umsonst ausgegeben. Das ist das eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Aber es sind ja alles ziemlich gute Leute gerade hier, die fallen nicht mehr drauf rein. Ein paar Leute sind unten, ne? Ein bisschen wenig hier oben. Also alle sind hier nicht. 1, 2, 3, 4, mit mir 5, 3 sind unten. Zum Beispiel der da. Schade. Wollte er mir wahrscheinlich auch einen Weg abdrehen oder so. Kacke, da war ein Instant-Kill. Ich glaube, das hat niemand gesehen, dass er Instant-Kill war, ne? Das war total offensichtlich. So was Offensichtliches habt ihr nicht gesehen. Hey, schade, dass ich lach mich immer so kaputt, wenn einer runterfällt. Schade, jetzt bin ich unten, scheiße. Egal. Bleib ich mal hier. No-Signal, ja geil. Jetzt kann ich aufgehen und meine HD-PVE ausmachen. Jetzt werdet ihr alles asynchron hören. Wie ihr gerade seht. Oder hört, besser gesagt. Lass mich hier rein! Alter, jetzt geht's ab hier.
Und ihr seht gerade alles schön asynchron. Ihr hört alles wunderschön asynchron gerade. Und ich kann jetzt gerade nicht aufstehen, weil hier so viel Action los ist. Wenn jemand kurz mal für mich hier mal eine Schicht übernehmen würde, an der Tür zu stehen, dann könnte ich ja mal kurz hinrennen, hier in die Ecke. Ich mach mal kurz aus, Leute, bis gleich. Okay, los geht's, weiter geht's. Welle ist, ich weiß nicht, wann ich das Ding hier anmache. Ja doch. Ich hab angemacht, als es schon ein bisschen im Gange war, als noch Welle 8 war. Das ist halt das größte Problem, wenn sowas passiert, wenn da ganz plötzlich das Ding ausgeht. HDPVR, dann war's das. Wieso kommen hier eigentlich keine Zombies zu mir? Du geh weg hier. Hau ab. Verpiss dich. Geh runter. Hau ab. Wow! Jetzt ist guter Rat teuer. Oh, da geht gleich eine Menge Spieler down. Alles CIA, cool. Da wiederbelebt ihn wieder einer. Scheiße. Was, da war ein Teddy drin? Was? Oh Junge, das ist ganz schlecht, das ist ganz übel, Alter. Liegt in einer ganz beschissenen Situation, Position. Jetzt hier, jetzt geht hier die Party ab. Da hinten ist einer von der CIA drauf. Leute. Oh, da kommen noch mehr Zombies. Wieso geht alle auf mich, ihr scheiß Krüppel? Explosion. Alter, was geht hier denn ab? Ich konnte nichts mehr sehen, Alter. Ah, Kacke. Ich wollte ihn gerade aussperren. Alter. Hier geht sowas von die Action ab manchmal, das ist echt der Wahnsinn. Ich muss aufpassen, nicht, dass mir irgendjemand ganz plötzlich... Kacke, das wollte ich ausnutzen gerade. Ich komme hier nicht raus. Ja, ich komme da nicht raus. Ich kann da einfach nicht raus. Das ist sehr nett, Junge. Dahinter liegt die Ignite. Oh ja, und wie die Waffe nichts mehr abzieht. Scheiße. Ich glaube, das war's.
vai, velho. Ele acha que tá em round 2. Tá indo pra aquele lugar. Olha, ele indo tudo pra cá, velho. Ele foi ali cerca, tá ligado? Ele tá hinter dir, kommt einer, hinter dir, kommt einer. Oh, hier rennen überall Zombies rum, verdammt! Alter! Tot. Ich glaube, das wird wieder ein Unentschieden werden. Ich glaube nicht, dass er das schaffen wird, der Letzte. Ach, von uns lebt noch einer, oder was? Nee, das war's. Der kann mich nicht mehr wiederbeleben. Die Zombies kommen jetzt schon zu schnell. Jetzt bist du dran. Nur noch du bist übrig. Jetzt ist nur noch... Es ist nur noch einer von ihnen übrig. Feind ausgesch... Hä? Alter! Ach, der hat schnelle Wiederbelebung, der Quick Revive. Ich brauch Punkte, verdammt, für Juggernaut. Ich falei, mano. Para com essa porra, deixa essa porra sair PG, caralho. Was? Er hat das Spiel verlassen? Wieso das denn? Tô aqui no meio aqui. Ah, mano. Do lado. Tem que quanto? Um cara do time, não é? Nee. Alter! Was geht da ab, ey? Tá lá em cima do celeiro parado. Wie schnell er den immer hoch hat wegen Quick Revive, das ist der Hammer. Ah, ich bin Jäger, ey. Nee. Nee. Ich glaube, nee. Nee, ich glaube, ich bin. Nee, oder? LOL. Para de black puta, seu burro! Da war eine Bombe, da war eine Bombe! Ich kann mir Dings kaufen! Ich kann mir Dings kaufen! Juggernaut! Nee, ich kauf mir erstmal eine Waffe, nein. Ich wollte gerade sagen. Jetzt sind die anderen wiederbelebt worden. Oh, ich brauche Munition. Ich brauche Muniation. Los! Los! Haut hier die Birne weg! Schade, er hat's geschafft. Alter, was geht hier ab? Ich muss jetzt irgendwie versuchen, mit den 8 Schüssen 500 Muni zu kriegen. Oh, solange jetzt hier keiner mehr rumrennt, ist alles okay. Solange hier keiner rumrennt, so wie da gerade eben. Jetzt müssen wir die Runde noch überleben, dann haben wir gewonnen. Das geht schon mal so mit, dass irgendein... Ja klar, die extrem kleine Wahrscheinlichkeit ist, dass mich halt diese Stelle hier einer aufhängt, na klar. Ist klar. Ich weiß, dass alle Feinde erledigt sind. Muss ich nicht tausendmal sagen. Ja. Na. Jetzt habe ich auch das erste Mal gesehen, wenn eine neue Runde anfängt, dass dann alle anwesenden Spieler, die down gegangen sind, wieder zurückkommen. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die sind dann für immer weg. Aber gut. Ja, ich glaube, jetzt bin ich ja. Ich habe schon völlig vergessen, dass man da runterspringen kann.
Farm ist nicht so wirklich meine Map, die ich oft spiele. Spiele ich Schnatte noch lieber. Upsala. Jetzt wo er allein ist, kann er es schaffen. Kann er es schaffen. Er müsste jetzt nur zum Ball sammeln, er darf sie jetzt nicht alle erschießen, er muss so ein bisschen warten. Jetzt kann er da um den LKW rumgehen. Oder ums Instructor hier. Genau, und jetzt sind alle Zombies hinter ihm. Also alleine ist es kein Ding, aber wenn da 1000 Leute rumrennen, dann ist es echt Wahnsinn. Da kann man, weiß man gar nicht, wo man gucken soll. Boom, alle tot. Jetzt ist er der Letzte, der überlebt, und wenn er jetzt stirbt, dann ist es wieder unentschieden, und wenn er es schafft, dann haben wir gewonnen, unser Team. Was? Was? Ich hab ihrem Team noch eine Chance gegeben? Was? Ach Mann, ich muss mich da hinlegen, Mann. Nein! Jo, da ist der nächste drauf. Ich verpiss mich hier. Insta-Kill ist gut. Wie Richtofen gibt uns noch eine Chance, was? Ich weiß gar nicht, ob man hier oben Rail Train machen kann. Ist das möglich? Und jetzt soll niemand sagen, extrem schwer. Nee, ich glaube, das ist nicht möglich. Es ist nur noch einer von ihnen übrig. Zeig keine Gnade. Ich zeig keine Gnade, ich zeig gleich jemanden Mittelfinger. Hier könnte man eventuell die Zombies austricksen, oder? Hier hin? Weil mein Kumpel ist ja da in der Mitte und der lenkt die ganzen Zombies auf sich. Dann könnte ich es hier eigentlich schaffen, wenn ich hier rumlaufe. Es sei denn, natürlich sowas sollte passieren, aber das ist ja eher selten der Fall. Okay, dass die Zombies da runterkommen, wusste ich jetzt auch nicht. Das ist irgendwie scheiße. Aber bis jetzt geht's. Da muss ich aufpassen, dann gehe ich lieber nicht da lang, dann gehe ich lieber hier lang. Ich bin der letzte Penner hier, der nix hat, kein Perk, keine Waffen, gar nichts. Ja, und jetzt kommt diese schwule Sau und muss ja die ganzen alles kaputt machen. Danke, du blöde schwarze Wichser. Danke für nix. So lange keiner mitmacht, habe ich gesagt, ja. Kommt der an oder das war's. Muss seine ganzen schwulen Freunde da mitnehmen. Was für Tabuta? Tabuta? Ja, jetzt können sie in der Mitte wieder rumrennen. Eigentlich hätten wir gewonnen, oder? Glaube ich. Eigentlich hätten wir gewonnen. Er hat eine Hammer mit Juggernaut. Sollte auch dann weiterhin möglich sein. Wenn er in der Mitte bleibt. Was hat der andere? Was ist der Typ mit der EPG? Was hat er eine Galle hatte? Ja, eine Galle hat er, klar doch. Hat aber Glück, dass da unten jetzt keine Zombies waren. Als er da runtergesprungen ist, da wäre er am Arsch gewesen. Jetzt müssen sie aufpassen, dass sie sich nicht selber in die Quere kommen, wenn sie beide da rumlaufen. Nein, das
Hey, ohne Geld ist das für ein Arsch. Er motzt sich da auf mit den ganzen Perks. Okay, die haben gewonnen. Wenn sie jetzt den Zombie da töten, war's das. Da lebt nur noch ein Zombie und dann war's das. Okay, zwei Zombies leben dann noch. Ja. Ach so, ich war ja der Einzige, stimmt. Der andere ist ja rausgegangen. Ich glaube, die beiden sind Freunde, ne? Die sprechen auch die ganze Zeit zusammen. Voll wenig Abschüsse habe ich. Okay, die haben auch einen Red Train gemacht. Die konnten es ja wenigstens. Wurden ja nicht gestört, so wie ich. Von welchen anderen Dullis. Jetzt nochmal mit anderen Leuten. Dass man nochmal sieht, wie man es nicht macht. Das ist natürlich auch schon wieder lange eine Stunde um. Analyse von 2 von 2. Warten auf Host. Was gibt's da zu warten? Einzelspieler? Nö. Öffentlicher. Na los, einer noch. So, der letzte Kampf. Sonst, häng ich da wieder 18 Stunden beim Hochladen. Das sind alles neue Leute. Nono und Gotts Anwalt. Ah ja. Jetzt sind wir draußen. Ja. Und warum? Das weiß keiner. Kein Fehler. Nix. Einfach unsichtbar. Darkman, Henrios, die Seven Doom. Alles neue Leute. Aber fragt mich, warum hier... wieso hier alle Knochen nur sind. Verstehe ich nicht. Warum das so wenig Leute spielen, die einen guten Rang haben. Voll der Außenseiter bin ich hier. Vielleicht liegt das ja gerade auch da rum. Ich meine, es ist auch gerade heute das erste Mal, dass ich diesen Modus zocke. Aber so, wenn man mal keinen Bock auf Fairplay hat, dann geht man da rein. Warten auf einen weiteren Spieler. Ja, ich warte. Jetzt kann ich kurz mal zum PC ran und gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Moment mal. Eine Stunde und 20 Minuten. Alles gehört. Und es wird langsam dunkel da draußen. Da fährt ein Zug lang. Oder auch nicht. Auch nicht. Das heißt, die Spieleinladung. Komm rein, wenn du was willst. So, was habe ich denn noch hier Schönes rumliegen? Fritz-Kaubonbon, Waldbeere-Geschmack. Das ist doch geil. Macht doch viel mehr Laune. Und Kirsche. Wobei Waldbeere ist cooler. Wow, Frittenkau! Hat da jemand eine Sperre drin oder warum kommt da keiner rein? Oh. Was dauert da von den 8000 Leuten eins zu suchen? Hä? Gleich gehe ich auch raus. Ja, ganz ehrlich. Ey, wenn der auch hier 10 Minuten braucht, um einen einzigen Spieler zu suchen, was soll denn das? Ja, toll. Wo ist das? Was ist los? Was ist das?
klang auch wieder nicht deutsch. Ey, das fand ich an Black Ops 1 viel cooler, als ich da nur mit Deutschen zusammen war. Ey, du be... Was? Ey, du Jude? Synchronisieren der... Warten auf Spielstatus, warten auf andere Spieler. Warten auf andere Zombies. Er hat mich Zombie genannt. MSIPC hat sich angeschlossen. LaxWW hat sich angeschlossen. Dildo40 hat sich... Was? Ach, Bildu. Bist du ein Verwandter von... Like a Boss oder was? Steht Nail zum rum. So, jetzt sind wir wieder die CIA. Das finde ich irgendwie geiler. Weil irgendwie kann ich Schwarz besser erkennen. Ich bin irgendwie so darauf programmiert, dass ich irgendwie Schwarz immer nur als Freund ansehe. Weiß nicht. Schwarz ist cooler. Ich fühle mich auch viel freier so. Ne? Also kein blöder Anzug oder so. Einfach nur leichte Klamotten anhaben. Und hier schön durch die schöne Landschaft rumhüpfen. Wo auch so viele Zombies da sind. Schade. Ich wollte dieses kleine Mini-Fenster reinwerfen, aber... Dieses kleine Kind kann nicht weit genug werfen hier. Hat eine 6 im Waldwerfen gehabt, oder was? Nämlich 6 Meter. Das war ich nicht. Was wollt ihr mit euren scheiß Granaten da? Mein Platz. Da hinten geht's weiter. Der Junge hört nicht. Ey du Milchbubi, hau ab. MCI. CIS. Navy CIS. Ey du scheiß Jude, war das mal mein Kill? Oh, der schwule Noob hat in der Olympia. Kleine Nupf-Knapfkuchen, na, hau ab. Dildo, Junge. Schieb dir dann Olympia in den Arsch und freu dich. Olympia, was für ein schwuler Name. Sind wir hier beim Olympia oder was? Beim Olymp? Ja. Ja. Zwei Zombies. Eigentlich drei, weil ich seine. Ja. Wie stehe ich denn da, ey? Der eine hat schon 2200 Punkte und ich habe immer noch 760. In Runde 2 kam bei mir einmal 6 Zombies hier. Was ist das? Wo sind die alle? Soll nicht da hinten rumgehen oder so? CDC ist draufgegangen. Kacke, er legt sich hin. Weltwunder! Zombie! Zombie! Oh, jetzt hab ich ihn kaputt gemacht. Füßchen in die Höhe. CIA. Achso, das sind nur wir. Oh ja. Los. Ja, zum Glück habe ich den noch bekommen. Los, noch mehr, los. Jetzt oder nie. Mal 2 Punkte. Ja, natürlich gar nichts. Ja, cool. Oh, Junge. 2700 Punkte. Also irgendwie, ja, die punktemäßig sind das besser. Die andere. Das feindliche Team besser. If you wanna give up. You need a little quick to revive. Yeah! Oh.
Oh ja, das ist ja wieder geil. Weil jetzt habe ich nicht gesehen, dass es zwei sind. Mach ihn tot und... Ich hasse die Map. Irgendwie. So, das Letzte, was ich machen werde, dass ich die mal spiele im Singleplayer. Na, zum Glück bin ich nicht der Erste, der draufgegangen ist. Ah, die Tür ist offen, da muss ich noch mal jemand sagen. Fick dich. Also wenn du da hinstellst, dann musst du schon ein bisschen besser hinstellen. Er wollte mich nämlich aufhalten, die kleine Jude Sau da. Da wir alle rumstehen, diese Arschgeigen hier. Wieso schaffe ich es nicht, jemanden aufzuhalten? Was soll denn das? Was macht der da? Jetzt stehe ich da. Ja, schade. Ich leg mich da so hin, ey. Und das endet wieder hier in diesem totalen Chaos hier im Haus drin. Mio. Meine Kills. Ich brauch Juggernaut. Wichser. Cool. Ob ich jetzt daran schuld war, dass ich ihn angeschossen habe? Schade. Es macht so Laune, irgendjemanden runter zu messern. Er ist noch ein Anfänger, er geht da nicht in die Ecke. Ein Scharfschützengewehr. Zombie? Zombie? Ich will immer noch Juggernaut haben, falls es jemanden nicht, falls es jemanden interessiert. Wie man hier irgendwie alles mit der MP5K macht, ne? CDC, das sieht gut für uns aus, also scheiße. Wow, jetzt muss man aufpassen, dass da die Zombies rauskommen. Cool, hier ist keiner mehr. Jetzt kann man hier rumcampen. Oh, wie geil, ey. Ah, schade, die sind rübergekommen. Wieso haben sie den jetzt...
Töte ihn! Töte ihn! Schade! Ey, wie geil, ey. Na also, her mit dem Bier. Es war nicht kalt, aber naja. Ach, schade. Wenn jetzt eine Menge Zombies gekommen wäre, hätte er es vielleicht nicht geschafft. Ich würde in die Mitte gehen am besten, ne? Irgendwie. Knusper. Hat jemand einen Granatenwerfer? Schade, dass sie jetzt halt zum zweiten Mal hocken. Geh doch rein, wenn du was willst. Los, geh rein. Oh, da ist jemand von der CDC draufgegangen. Muss man auch mal da zwischen die Beine reintreten. Diese schwulen Schmetterlinge, die herumfliegen. Können wir mal hier runter. Erstmal schön jetzt aufhalten, dass jetzt hier keiner mehr rein kann. Ich kann mich natürlich auch irren. Oh, das ist jetzt kacke. Mist, ich hätte mich hier so hinstellen müssen, dass sie jetzt gestorben wären. Ah, das passiert natürlich, wenn man nicht aufpasst, ne? Hallo? Leben hier keine Leute mehr von mir, oder was? Offensichtlich nicht. Hä? Sind alle meine Leute weg, oder was? Ja, anscheinend. Weil der Gelbe hat 0 K.O.s, der hat noch überlebt. Dass da auch steht, welches Team gewonnen hat, das ist auch wieder sehr schön, ne? Okay, doch noch nicht die letzte Runde. Jetzt gehe ich einfach mal in die Mitte, scheiß drauf. Jetzt bleibe ich da nicht mehr im Scheißhaus stehen, das ist irgendwie langweilig. Voll Langeweile hier. Mensch, wieso geht mein scheiß Bild immer wieder so groß? Das Format von meinem Fernseher geht immer so groß. Ich weiß nicht warum. Ey, du scheiß Navy CIS da. Ja, der ist der, was ich liebe. Was für kleine Kinder sind hier am Start wieder? Ah. Man sollte das Abtreibungsgesetz entfernen. Was hat einer bei Scary Movie gesagt? Erinnern Sie mich daran, dass ich das Abtreibungsgesetz abschaffe. Oder verstärke? Ja, Sir.
Warten Sie! Ein alter Song von Tupac, Sir. Der Scheiß ist echt abgefahren. Koop macht ja so viel Spaß. Ne, Koop heißt es. Cooperation. Und jedes Mal muss hier so eine Arschnudel hier rumlaufen. Was denn? Ich sehe genauso aus wie du. Was willst du denn? Willst du einen Spiegel jetzt noch oder was? Den habe ich jetzt, nicht bekommen. Den habe ich bekommen. Den habe ich nicht bekommen. Den habe ich nicht gesehen. Ja, hier, stehen wir alle im Kreis hier und machen ein nettes Lagerfeuer. Los, wer hat Marshmallows dabei von euch? Du? Wo ist die Granate? Ach, da hinten. Denkst du jetzt cool, nur weil du mir in den Kopf geballert hast oder was? Trotzdem lebe ich noch. Der Platz ist scheiße. Ja, doppelte Punkte und maximale Munition. Zum Glück habe ich noch einmal die maximalen doppelten Punkte. Wir stehen hier alle um ihn herum so. Ja, ich habe ihn auch nicht weggekriegt. Scheiße, ich bin weg. Oh, Kacke, er lebt wieder. Nein! Ey, wie lange dauert das, bis er gestorben ist? Ey, das ist wohl zu kotzen. Wie alle dieselbe Ideen haben hier irgendwie. CDC, da liegt noch einer. Moment, hast du jetzt das gesehen? Zwei liegen da rum. Okay, das ist ein bisschen zu einfach. Scheiße. Hat der Mann schon die Tür aufgemacht? Natürlich nicht. So, mal sehen, der blaue. Sweatshirt. Oh, guck mal. Ja, Sweatshirt. Derjenige, der nicht draufgegangen ist, der ist MCI. Alter, du Jude. 2000 Punkte, wie schön für sie. Ja, toll, jetzt fehlt uns einer. Ah, 3 zu 4. Hau ab. Was willst du? Da rennt ein Zombie rum. Nein. Da, von euch ist ein Spinner draufgegangen. Die gehen alle zu mir. Zumindest weiß ich, dass die Tür jetzt auf ist. Willst du mich verarschen? Ich hinterlasse Schmetterling. Ich hab Schmetterling im Arsch. Ah. Da liegt einer von der Nähe. Es gehen ja so viele Millionen Leute drauf. Was soll denn das? Rettest du ihn mal ganz schnell? Ja, ich bin mal kurz weg. Wer liegt hier alles rum? Na, Jungs. Hab ich den bekommen? Nein. Scheiße. Jetzt heißt es mal wieder mit einer leeren Pistole hier kämpfen. Was machen die hier? Sie lebst mit den Typen? Was geht hier an ab? Kann ich da jemanden runterschmeißen?
Ah, nee. Ich brauch Kohle viel dringender als du, hau ab. Ja, den hab ich auch bekommen. Trotzdem fehlen mir noch Punkte. Schade. Es bringt wirklich nichts, wenn man da mal liegt. Ja! Ja! Oh Mann, ey, wie soll ich ihn die wiederbeleben? Ich hab nichts zur Selbstverteidigung. Ja, sorry, Leute. Oh, ey, Zombies, überall rennen jetzt Zombies rum. Welle 4, hallo? Ich kann dir nicht helfen. Sorry. Kannst du mal bitte gehen? Danke, danke. Leben jetzt hier noch alle von uns? Kacke, du nervst hier. Ey, ich brauch Munition, sonst... Ja! Ja! Wieso habt ihr ihn gekillt, ihr Dullis? Inling blockiert. Da ist der erste down. Da ist der zweite down. Ich leg mich mal hier hin. Ach, scheiße. Ah, das ist wieder einer. Der ist auch down. Ich sag dir, man kann so das Arschloch sein im Spiel. Das ist so Hammer. Und los! Los! Los, Zombies! Kommt! Ja, los! Haut ihn eine! Ja! Und hier liegen alles nur CDC, Leute! Ja, Penner! Oh, ist das herrlich! Hier liegen alles nur die CDC, Leute! Und die halten uns für uns die Zombies sogar noch auf die Netz! Oh, Junge, ist das so Ablacher, ist so geil! Ich leg mich da einfach wie der dümmste, so ein Volltrottel, leg ich mich da hin und hin an die ganzen Leute beim Reinkommen. Das ist so Hammer. Das war eine schöne Runde. Die hat mir gefallen. Wenn die Leute noch so ein bisschen dumm sind und mit denen so richtig spielen kann, das macht's am meisten Spaß. Ach ja. So, das war's aber jetzt erstmal. Ich lach mich immer so schlapp. Also, heute das erste Mal gespielt, oder muss ich sagen, da ist dieser Modus ist echt interessant, also so schlecht ist der gar nicht. Auch wenn ich jetzt befürchte, dass ich jetzt dadurch
die Statistik gespeichert wird oder die ganzen K.O.s dort alle gezählt haben. Das heißt, damit macht man seine Statistik, glaube ich, ein bisschen scheiße, kann das sein? Oder Moment mal, nee, stimmt gar nicht. Oder stimmt's doch? Es gibt doch eine Statistik für offene, öffentliche Spiele normal. Und da gibt's ja, glaube ich, noch eine Liste, eine Statistik für Schmerz, ne? Da war ich, glaube ich, der Meinung. Moment mal. Nee, doch, die wurden gezählt alle. Scheiße. So viel hatte ich nicht. Ist wirklich so. ...1280, herzlichen Glückwunsch. Ja, das sind die Leute, die gar nicht da spielen, da oben. Green Run. Überleben, 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 überleben. Schmerz. Bin ich der Ein... Ach so, das ist eine allgemeine Statistik, cool. Jeder Sieg, jede Niederlage wird gezählt. Verdorben. Was soll das denn sein? Was? Wiederbelebt 14. Ja, geht. Aber cool, es ist eine eigene Statistik, die immer weiter steigt, cool. Ja, und die habe ich halt noch nie gespielt, da seht ihr meinen Namen nicht. Mutiert habe ich einmal so aus Just for Fun heute das erste Mal. Da sieht man's. Einmal eine Niederlage und 0 Siege, einmal gespielt bis jetzt. Ist nicht so mein Fall. Also, ein bisschen Ablacher ist es schon, wie man als Zombie rumläuft, aber das ist halt die einzigste Map und das wird dann ein bisschen langweilig werden. Da hätten sie diesen Modus mutiert auf den anderen Maps auch zur Verfügung stellen müssen, auf Farm und auf Stadt. Upsala, jetzt komm ich mir gegen mein Headset. So gut, Leute, das war's erstmal für heute. Das war meine ganz neue Runde. Schmerz! Kommt später irgendwann bestimmt nochmal. Aber ich glaube, als nächstes kommt erstmal wieder eine ganz normale Schlacht. Und zwar Dire Rise öffentlich wird wohl als nächstes kommen, denke ich mal. Da habe ich so langsam den Bogen raus. Darum kann ich dann mal ein Video machen, ohne dass ich mir gleich einen Grund und Boden schämen muss oder so. Los geht's dann. Das war's für heute. Schönen Abend noch. Bis dann nächstes. Man hört sich. Und so. Hauptmenü. Ah!